Wir befinden uns in Birkmannsweiler am Ortsrand, mitten auf dem Acker des zukünftigen Wohngebietes Bildstraße 2. Herr Feigl und Frau Schumacher sind zwei ehrenamtliche Archäologen, die im Auftrag des Landesdenkmalamtes die archäologischen Sondagen durchführen. Frau Schumacher, Herr Feigl, was können Sie uns berichten und welchen Zweck verfolgt das Denkmalamt mit diesen Sondagen? Also im Prinzip ist das so, dass wenn ein Baugebiet irgendwo aufgemacht wird und wir haben in unserer Datenbank, unserer archäologischen Datenbank, einen Hinweis darauf, dass dort irgendwie eine archäologische Substanz im Boden sein kann, dann versucht man, indem man Sondagen macht, also indem man nicht die ganze Fläche aufmacht, sondern indem man Streifen aufmacht, hineinzuschauen in den Boden und in den Boden festzustellen, sind da tatsächlich archäologische Funde drin. Sind die da zu erwarten oder gibt es da Zeichen dafür? Und in diesem Fall hier hat irgendein Privatmann, der hier über die Ecke gegangen ist und ab und zu nach Scherben gesucht hat, hat hier vorgeschichtliche Scherben auf diesem Ackerfläche hier gefunden. Das waren vorgeschichtlich werden, also etwas jungsteinzeitliche Scherben, was natürlich darauf hindeuten könnte, dass hier eine jungsteinzeitliche Siedlung war, denn sonst wären die Scherben nicht da. Und wir versuchen jetzt halt zu finden, indem wir diese Schnitte machen, die Spuren für eine jungsteinzeitliche Siedlung sind. Normalerweise zeichnet sich das daraus durchaus, dass das entweder Gruben- oder Hausgrundrisse sind und die meistens sich dunkel in dem etwas helleren Boden abzeichnen. Bis jetzt haben wir hier noch keine wesentlichen Befunde. Was wir hier haben, sind irgendwelche Streifen, irgendwelche grabenähnliche Dinge, aber das dürfte modern sein, bei Nahschnitten oder so etwas. Aber wir sind ja auch erst ganz am Anfang, wir haben jetzt erst von den vier Schnitten, etwa die Hälfte. Dann werden wir mal schauen, was da noch kommt. Frau Schumacher, Sie sind heute auch dabei als Ehrenamtliche. Wo liegt die Freude, wo liegt die Begeisterung bei der Archäologie bei Ihnen? Ist schon seit einigen Jahren, dass ich dabei bin. Und das macht mir einfach Freude, alles, was irgendwann einmal verloren ging, wieder herauszugraben und das auch zu bewahren für die Nachwelt. Das ist alles Geschichte, was uns irgendwann einmal geprägt hat. Und das zu bewahren und zu erforschen, das macht einfach wahnsinnig Spaß. Vielen Dank Ihnen beiden und dann sind wir gespannt auf die Befunde und Funde und werden dann zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal berichten.